Ja, und damit willkommen zurück, mal wieder bei Mass Effect. Ist ja schon ein Stückchen her, ne? Müssen uns erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, wir müssen hier ran noch, ne? Kann ja kommen, okay. Dann schauen wir doch einfach ins Logbuch. Haben wir noch offene Missionen? Irgendwo seid ihr gefallen? Das haben wir schon gemacht. Maschinenraum der Tempest sprechen. Da gehen wir jetzt mal. So. Verfolgen. Ich werde eine erhöhte Kalorienaufnahme für das ganze Team empfehlen. Toll. Noch mehr Dosen. Sind Sie da sicher, Alexi? Wir wissen nicht, wie lange unsere Ration vorhat. Haben Sie kurz. Wir haben trotz des Handels mit Gedara und Maya noch keine verlässliche Nahrungsquelle. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Wo sind die? Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Glauben Sie, Sie kriegen das hin? Ich habe mir die Ketek angesehen, die wir bisher gefunden haben. Wir sind zwar in einer anderen Galaxie, aber die Gesetze der Physik gelten auch hier. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier, versuchen Sie es mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab! Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam... Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Terfino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Eigentlich wissen wir noch zu wenig. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Ja, nur wenn wir sterben. So. Also, Callow, wer ist diese Frau, mit der ich Sie ständig auf der Nexus sehe? Was? Wer? Sie sind immer knapp an Credits, wenn wir zurückkommen. Ist sie der Grund dafür? Es ist kompliziert, Suvi. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Thank you.
Ach, sind wir da jetzt eigentlich richtig gesprungen? Vorsicht, es heißt, hier gibt es überall Piraten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Taphenosystem. Ich sehe hier kein Taphenosystem. Doch hier, Tafeno. Da oben. Na gut, dann gehen wir da hin. Ryder, wir empfangen eine Menge Kettgeschwätz. Wir bleiben getarnt, Kello. Noch wollen wir keinen Kampf. Mutte die falsche Taste. Pathfinder, die Sensordaten bestätigen, dass das Schiff des Archons vor Ort ist. Ich fass es nicht. Es hat tatsächlich funktioniert. Aber da ist noch etwas anderes. Ein Schiff der Initiative ist mit ihm verbunden. Es ist die Arche Parcero. Bestätige. Es besteht eine 100%ige Übereinstimmung mit der Salarianischen Arche. Den Daten zufolge ist sie schon seit längerem hier. Nun, das ändert einiges. Oh, die sind gut verbunden miteinander, würde ich sagen. So. Wir haben ja, glaube ich, neue Mods. Genau. Was haben wir hier? Gewehrpräzision. Durchschlagschaden. Macht eigentlich mehr Sinn, ne? Lassen wir das so. Ziehen, Stabilität, Magazin, Durchschlagschaden. Ja, also mehr Stabilität, dafür ein bisschen mehr gewischt. Durchschlagschaden. Ja, das nur. Gut. Also wahr? Wir haben die Salarianische Arche gefunden? Sam, taktische Ansicht. Allem Anschein nach hat der Archon sie gekapert. Die Schiffe sind miteinander verbunden. Wie gehen wir vor? Ich arbeite daran. Sam, stell eine Verbindung zur Moschei her. Verbindung steht. Ryder, schön, Sie wiederzusehen. Wir haben das Schiff des Archons gefunden, aber die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Ich wüsste also gerne, wonach genau wir suchen. Nach einer großen Reliquie der Relikte mit einer Darstellung von Meridian. Sie war in seinem Privatquartier, seinem Allerheiligsten, wie er es nannte. Er ist äußerst stolz auf diese Reliquie.
Das war genau die Information, die wir brauchten. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das für uns alle tun. Aber seien Sie vorsichtig. Ich habe die Grausamkeit des Archons erlebt. Ich hoffe, Ihnen bleibt das erspart. Das hoffe ich auch. Danke für Ihre Hilfe, Moschai. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay, wenn wir die Sache richtig angehen, entkommen wir nicht nur mit der Reliquie, sondern retten auch die Salarianer. Ich schlage vor, wir gehen auf die Arche, verschaffen uns einen Überblick und schleichen uns dann durch die Verbindungsröhre auf das Kettschiff. Das sollte realisierbar sein. Die Arche Passero ist derzeit auf Standby. Lediglich die Stase-Bereiche sind in Betrieb. Wie geht es den Salarianern? Unbekannt. Sie haben die Moschai gehört. Wer weiß, wozu der Archon fähig ist. Wenn er diesen Salarianern irgendetwas angetan hat, wird er herausfinden, wozu wir fähig sind. Ryder? Was immer Sie brauchen, das sind meine Leute. Wir holen sie zurück. Das hier ist wirklich wichtig. Tempest, wir sind drin. Wir registrieren auf dem Kettschiff bislang keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Pathfinder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf ein Terminal zuzugreifen, kann ich die Lage beurteilen. Ich greife jetzt auf die internen Systeme der Arche Passero zu. Einen Moment. Es wurde eine zusätzliche Datenverschlüsselung hinzugefügt. Das entspricht nicht den Vorschriften. Waren das die Salarianer? Anscheinend ja. Es handelt sich um einen kryptografischen Code ihres Geheimdienstes. Ich habe ihn entschlüsselt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Passero im Helios-Cluster eingetroffen. Die Position der Nexus ist unbekannt. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Okay, das war ziemlich deutlich. Suchen wir nach Ihnen. Ich überbrücke die Schottsteuerung. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentrale Anlaufstelle. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedlung einzuschätzen. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Gut. Wie
steht's um das Schiff, Sir? Die CAT haben zwar einige Ergänzungen vorgenommen, aber die Systeme der Arche sind noch funktionsfähig. Sie ist also flugbereit? Ja. Überlegen Sie etwa... Ja, der einfachste Weg, alle zu retten, ist nun mal die ganze Arche mitzunehmen. Einfach ist nicht unbedingt das Wort, das ich verwendet hätte. Solange die richtigen Salarianer noch an Bord sind, könnte es funktionieren. Es gibt hier keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Haben sich die Salarianer vielleicht einfach ergeben? Ich hoffe, ihr Pathfinder kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Anscheinend haben die CAT Kapseln und Ausrüstung von Bord der Arche gebracht. Das bedeutet nichts Gutes. Dieser Salarianer weist keine Vitalzeichen auf. Dieser Kolonist ist verstorben. Das medizinische Terminal könnte uns weitere Informationen liefern. Was sagen Ihre Daten über den Salarianer, Sir? Er wird als Pathfinder 7 Raker identifiziert. Wie lautet die Todesursache? Eine Hirnembolie während der Stase. Allerdings ist Pathfinder Raker laut den Daten der Initiative weiblich. Dieser Patient hingegen ist männlich. Was? Und wer ist das dann? Ich habe seine DNA-Signatur aus Ihrem Scan. Finden Sie einen Sequencer, dann kann ich seine Identität ermitteln. Die DNA des verstorbenen Salarianers stammt von dem Kolonisten Jax Orlin. Dann haben Sie sie ausgetauscht. Sie wollen Ihren Pathfinder verstecken. Sehen wir uns die Stase-Kapsel dieses Kolonisten an. Vielleicht ist jemand drin. Ich habe die Kapselreihe markiert. Es mag eine andere Galaxie sein, aber die Salarianer sind so raffiniert wie immer. Wir müssen mal noch Steuerung kurz was ändern, weil der rennt dann immer. Was ist? Hier. Steuerung. Da, halten. So. Ja. Hier müssten deutlich mehr Kapseln sein. Vielleicht konnten die Leute ja entkommen, bevor die Kette aufgetaucht sind. Captain Hagers Nachricht klang nicht danach. Das ist nicht Jax. Das ist nicht die Kapsel, die wir suchen. Das ist die Kapsel des verstorbenen Salarianers. Aber darin befindet sich eine Salarianerin. Ich glaube, wir haben ihren Pathfinder gefunden. Holen wir sie raus. Sie benötigen Zugriff auf die Stase-Steuerung, um sie wieder zu beleben. Lassen Sie sich Zeit. Mir geht's gut. Wir Salarianer erholen uns nahezu augenblicklich von der Stase. Wer sind Sie? Scott Ryder, Pathfinder der menschlichen Arche. Wo ist Alec? Er hat es nicht geschafft. Hier ist Wahnsinn. Die Stase war ein Fehler. Ich hätte niemals zustimmen dürfen.
Was machen Sie da? Mich über die Lage informieren. Eine feindliche Spezies, eine Armada, hat uns angegriffen. Unser Captain kapitulierte, damit wir später zurückschlagen können. Er überzeugte mich, mich unter den normalen Leuten zu verstecken und meinen Sam abzuschalten, damit wir nicht in feindliche Hände fallen. Aber wir sind immer noch gefangen. Das werden wir ändern. Wir gehen an Bord des Catschiffs, um Informationen zu sammeln. Wecken Sie eine Crew und machen Sie die Arche fluchtbereit. Das wird schnell gehen. Anschließend versuche ich, sie freizubekommen, damit sie ihr Ziel verfolgen können. Sehr gut. Aber halten Sie sich zurück. Unsere Feinde dürfen nichts ahnen. Nein, natürlich nicht. Ich binde Sie in unser System ein. Wir bleiben in Kontakt. Jo. Hallo, Pathfinder Raker. Ah, endlich wieder ein Sam in meinem Kopf. Ich bin zurück. Wir werden bereit sein. Tempest, wir sind in der Verbindungsröhre und auf dem Weg zum Catschiff. Bisher deutet nichts darauf hin, dass Sie von Ihrer Anwesenheit wissen. Viel Glück, Pathfinder. Okay, wir ziehen es schnell und leise durch. Wenn wir Glück haben, kriegen Sie nicht mal mit, dass wir hier sind. Ich glaube, Sie haben doch was mitgekriegt. Wir sind direkt reingerannt. Sie dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Wir müssen da durch. Von oben kommen noch mehr. Die Moschei lässt grüßen. Das mit dem Reinschleichen hat sich wohl erledigt. Und was machen wir jetzt? Denke ich auch. Falls Sie ein Terminal finden, könnte ich möglicherweise Ihre Systeme analysieren. Ich greife jetzt auf die Schiffssysteme zu. Ich habe die Privatquartiere des Archons gefunden. Wie ist die Sicherheitslage? Es wurde Alarm ausgelöst, aber ich habe ihn unterbrochen. Allerdings nur vorübergehend. Okay, also müssen wir uns beeilen. Hält sich der Archon dort auf? Diese Information ist nicht zugänglich. Ich kenne lediglich die Lage seiner Räumlichkeiten. Okay. Die Moschei meinte, die Reliquie wäre in seinem Quartier. Also los, gehen wir. Ryder! Ich dachte, sie wären auf der Arche. Zu viele unserer Leute werden vermisst. Wenn wir sie jetzt nicht finden, finden wir sie nicht. Das ist Hager, der Captain unserer Arche. Wir konzentrieren uns auf die Rettung, während Sie vorrücken, Ryder. Sekundäre Route verfügbar. Markiere Navpunkt. Wir machen Ihnen den Weg frei. Bewegung. Aber ich bin Geschichtslehrer. Sekundär. Ich kann nicht kämpfen. Und ich habe immer nur Schiffe geflogen. Aber deshalb kippe ich nicht gleich um und sterbe. Ryder, wenn Sie auf das Terminal zugreifen, kann ich die Zielsteuerung verfolgen. Unsere Leute brauchen uns. Diese Rettung ist unsere Pflicht. Ich habe früher ULG-Antriebe auf Suakesh repariert. Ich könnte bestimmt ein paar Überraschungen für die Cat zusammenbauen. Gut, wir müssen clever sein, improvisieren und im Schatten bleiben. Wir versuchen hier unsere Leute zu finden. Es tut mir leid, dass wir Ihnen nicht helfen können. Aber wir haben unsere eigene Mission. Viel Glück, Pathfinder. Für Sie auch, Pathfinder. Okay, Sam, die Reliquie. Hast du sie noch auf dem Schirm? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Sie können weitergehen. Leichter gesagt als getan. Wir sind nur zu dritt und das Schiff ist voller Cat.
Ich bevorzuge den offenen Kampf. Den gewinnt immer der Bessere. Doch, dann doch. Eine Waffenkammer. Wir sollten nicht hier sein, wenn sie damit rumballern. Können wir noch was scannen schnell? Auseinandersetzung. Und bei Ihnen? Noch wurden wir nicht entdeckt. Suchen weiter unsere Leute. Raker out. Das ist ein Arbeit. Er hat gerade eine salarianische Stasi-Kapsel angestarrt. Sie ist leer. Diese Kapsel gehört Jos Enrix, ein Mitglied der salarianischen Führungsriege. Das sind nicht alle Kapseln. Wo sind die übrigen Salarianer? Sehen Sie sich das an? Sind das Bordgeschütze? Bestätige. Es handelt sich um die Angriffsbewaffnung eines äußerst leistungsfähigen Kriegsschiffes. Und sie sind alle auf die salarianische Arche gerichtet. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Der Weg führt auf der anderen Seite des Raumes weiter. Wenn diese Geschütze losgehen, hängt die ganze Mission an einem seidenen Faden. Die Reliquie ist dann unsere geringste Sorge. Ja. Zumindest ist hier alles ruhig. Scheiße, die Tür wurde gerade verriegelt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Augen auf. Ich sehe sie. Das ist ein Hinterhalt. Raffinierten Bastarde! Okay, bereit machen!
müssen uns den Weg freikämpfen. Das sieht hässlich aus. Wir haben ein Problem. Wir halten nicht mehr lange durch. Ryder, wir sind da. Wir geben ihnen Deckung. Die Salarianer, da oben. Wir haben noch eine Chance. Raker, wir nehmen jede Hilfe, die sie uns geben können. Wir verschaffen ihnen Überblick. Ausschalten. Wir brauchen Sperrfeuer bei Ihnen auf 11 Uhr. Wird gemacht. Ich hab eins. Kein Schiff. Ryder, wir müssen uns zurückziehen. Wir haben Verwundete. Gehen Sie. Wir schaffen es jetzt allein. Sie haben uns gerettet. Der Raum ist riesig. Sie dürfen uns nicht zuvorkommen. Die einzige Option ist hohe Gewalt. Wäre. Wir schulden ihnen was. Ja, und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich habe einen neuen Weg zu den Quartieren des Archons gefunden. Löschen Sie so, Kastung!